Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung für den Euro Truck Simulator 2 in der Version 1.28. Und wir haben einen Franzosen hier am Start, den Renault Fluence. Ihr wisst wahrscheinlich, wie er richtig ausgesprochen wird. Ja, wir befinden uns natürlich auf der überarbeiteten Paris Map und darum dachte ich mir, dann werde ich auch mal so einen Franzosen hier ins Spiel bringen. Ja, ihr wisst ja, wir hatten ja schon einige Autos der letzten oder die letzte Zeit, zum einen den Passat in den Antero und ihr werdet gleich was sehen, was euch auffällt, weil, ja, gehen wir mal mit dem hier hin. Ja, guckt euch mal an. Auf jeden Fall ist hier wieder Scout, ne, da steht jetzt nicht, dass es hier eine Renault ist. Wir gehen aber trotzdem rein und wir werden eins sehen. Hier, guckt euch mal an. Den Mod-Hersteller, den hatten wir natürlich jetzt die letzte Zeit öfters, weil er jetzt wahrscheinlich noch einen oder den anderen Wagen hier ins Spiel bringt. Und jetzt haben wir, ja, einen Franzosen und das ist ja auch nicht so schlimm, ne? So, ich habe diesen Wagen noch gar nicht so richtig gesehen, vielleicht schon, aber ja, wenn da kein VW-Zeichen drauf ist, dann fällt mir sowas gar nicht auf. Hm, ja, ich weiß. Aber man sieht schön, wie hier die Front sich ändert. Ne? Das ist auf jeden Fall, diese Front sieht richtig schön aus. Ja, das Renault-Zeichen ist echt ganz schön riesig. Ne? Also der Mod-Hersteller kann nichts dafür. Das sind halt die Franzosen. So, dann könnten wir hier machen, ohne irgendwelche Sachen. Aber dann kann man auch die Version nehmen. Also die beiden sind auf jeden Fall richtig gut auswählbar. Dann gehen wir mal zu den Motoren. Ja, das sind die Motoren, die ja aus dem VW-Regal. Ja, und hier 6-Gang-Getriebe. Aber wir haben hier einen Innenraum und der sieht aus wie der Franzose. So, tja, basiert natürlich alles auf dem Scout. Wir lassen das jetzt einfach mal drin. Und bei den Farben, die werden dann erstmal nicht richtig angenommen. Dann müsst ihr quasi ja hier runtergehen. Zack. Da haben wir jetzt so ein Mausgrau. Wir können natürlich auch den jetzt gelb machen, so wie ich es gemacht habe. Ja, um noch ein bisschen Farbe ins Spiel zu bringen, solange wir noch Sommer haben. Und dann sind wir hier vorne. Okay, bei den Reifen und bei den Felgen, da können wir auch ein bisschen was auswählen. Und die sehen gar nicht mal so doof aus, muss ich sagen. Weiß ist vielleicht mal nicht immer so angebracht, aber ja, man kann die Felgen ändern. Dann können wir hier vorne hingehen und blaues Licht. Aber das wird irgendwie noch nicht richtig angezeigt. Also das ist wahrscheinlich der Trigger aus dem Scout. So, wie hier oben kann ich das natürlich auch reinmachen. Aber wir zoomen mal ein bisschen näher ran. Ihr seht, das schwebt so ein bisschen in der Luft hier oben. Ne? Ihr seht ja jetzt richtig, die hier auch. Also die sind noch nicht ganz angepasst. Vielleicht kommen da noch ein paar Versionen. Gut, gehen wir mal weiter. Hier hinten können wir nichts machen. Hier so ein Schild rein, aber ist eher Quatsch. Der Spiegel, der hängt so ein bisschen in der Luft. Gehen wir rein. Wir können hier das GPS, also hier Navi. So, hier unten wahrscheinlich wieder eine Tasche hinstellen. Hier ein Wackeldackel. Und hier gucken wir mal. Ja, so. Könnten wir alles reinbauen, wenn wir es wollten. Hier ist der Wagen. Ah, wird sogar angezeigt. Die Tasche ist zwar jetzt hier hinten. Ja, wird nicht richtig angezeigt. Und ob trotz, dass wir jetzt ein Navigationssystem drin haben, zeigt er uns das zwar auch nicht. Und das ist halt immer das Problem. Wenn man die Scheiben tönt, dann fällt einem das nicht auf mit dem Lenkrad. Aber gut, das ist ja immer noch auf hohem Niveau. So, Licht an. Und dann gehen wir mal raus. Und gucken mal, was das hier vom Wagen ist. Gehen wir raus, fahren. Ich habe jetzt kein Navigationssystem angezeigt. Ich habe hier einfach dieses Renault gelassen. Und das ist der Innenraum. Gucken wir mal, geht das alles? Da es funktioniert. Ja, funktioniert. Wir könnten sogar Licht anmachen drinne. Schönes Neonlicht hier hinten. Das ist noch nicht richtig, ja, modelliert, würde ich jetzt mal sagen. So, gehen wir mal raus. Blinker. Ja, funktionieren. Licht. Ja,
Gut, im Dunkeln sieht man das noch ein bisschen mehr. Aber wir wollen ja nicht alles hier machen. So, fahren wir mal. Und gerade wenn wir hier diese überarbeitete, ja, Paris-Map haben, ne, da können wir schon mal kurz mal hier langfahren. Durch Frankreich, Frankreich. Ja. Sieht ein bisschen komisch aus jetzt hier vorne. Oh, da ist die Polizei, muss aufpassen. Ich habe mich schon ganz, ganz weit nach vorne gesetzt. Aber trotzdem wirkt das für mich immer noch zu weit weg. Ich würde noch Mühe. Würde ich mich jetzt nach vorne noch setzen. Im Spiegel gibt es da noch so kleine Fehler. Seht ihr das? Sieht man hier nicht. Ihr seht das, diese Striche. Haben wir das auf der anderen Seite? Oh, nee, haben wir nicht. Aber so als Fahrzeug sieht das schon nicht schlecht aus. Ja, wenn der Wagen nun mal so aussieht, dann sieht er nun mal so aus. Ist halt immer Geschmackssache. Für jedes Fahrzeug gibt es irgendwo auch einen, der das kauft. Und das soll es ja auch erstmal gewesen sein. Hier vorne, das sieht ein bisschen komisch aus hier. Das ist geschuldet wahrscheinlich mit dem Lenkrad hier. Dass so eine Beule ist wegen der Scheibe, denke ich mal. Und ja, ich würde jetzt an dieser Stelle einfach mal einen Fisch machen. Und ja, mit den Worten, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.